Unsere Kohle gibt langsam auf. Kohle, nein. Gib nicht auf. Bitte nicht. Tu es nicht. Bitte. Bleib am Leben. Mann, den habe ich mir gerade so bildlich vorgestellt, wie so in einem typischen Actionfilm, so so ein Stück Kohle liegt da und man klatscht der Kohle so einfach mal klar ins Gesicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn jemand so halt bewusstlos ist, nein, nein, jetzt verlass mich nicht, gib nicht auf, und dann klatscht man ihn immer ins Gesicht, damit er wach bleibt. So, das habe ich mir gerade mit der Kohle bildlich vorgestellt. Ja, so einen kranken Kopf habe ich. Ja, man könnte eigentlich so und ich glaube, die Öfen machen echt Geräusche, kann das sein? Immer wenn ich horchen möchte, dann höre ich das nicht mehr. Ah, doch, okay, die machen echt Geräusche. Aber das war vorher nicht so, vorher haben das gar keine Geräusche gemacht. Das heißt, es kam mit dem Update. Also was heißt, mit dem Update, also könnte 1.9 gewesen sein schon, 1.10, 1.11 oder 1.12. In der Version, in der wir uns momentan befinden. Ich frage mich eigentlich, wann das nächste Update von Minecraft kommt. Gibt es da irgendwie sowas wie bei The Forest, in welchen Tagen das nächste Update kommt und so? Na, ich glaube nicht, dass Microsoft bzw. Mojang sich da so fest dran hakelt, sozusagen an Zeiten. So, naja, haben wir hier schon mal 10 und da. So, dann mache ich mir mal ganz kurz hier aus dem Stein. Zack. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht, oder? Nee, so viel brauchen wir gar nicht. Jetzt hier nicht unnötig Cobblestone verbraten. Weil traurigerweise haben wir echt nicht viel Cobblestone. Boah, das sieht einfach schon richtig schön aus irgendwie. Mit diesem Garten da. Garten, wenn man es Garten nennen kann. Aber echt nicht scheiße. Das ist echt schön. Echt schön. Habe ich gerade ein Monster gehört? Hallo? Oh, ja, ich habe ein Monster gehört. Wahrscheinlich irgendwie in unserem Haus gespawnt. Kann das sein? Ah, ich weiß, glaube ich, wo. Ich weiß, wo. Und da müssen wir jetzt hin. Dö. Ganz spannender Fight jetzt gleich. Wenn ich denn da irgendwie raufkomme. Ja, ich habe gerade keine Dings, keine Erde. So. Oh, ich glaube, ich werde gleich runtergekickt. Also, weil ich glaube, die ist noch aggro. Boah, zum Glück habe ich mir das da gebaut. So, schnell ausleuchten. Bevor hier wieder was spawnt. So. Rein theoretisch kann man dann eine Fackel hinsetzen und vielleicht beleuchtet das dann von unten. So, vielleicht hier erstmal noch den Dreck wegmachen. Ich wollte was trinken, kann das sein? Habe ich schon was getrunken? Ich glaube nicht. Moment. Ganz wieder professionell. Mit der Flasche. Ah. So. Sonst haben wir die Erde hier größtenteils weggemacht. Oder nicht größtenteils, sogar kommt. Ah, doch, meine ich doch, größtenteils. Den auch noch. Cool, jetzt hat uns die Schaufel auch verlassen. Mensch, das ist echt ein teures Bauprojekt hier. Bis jetzt im Insgesamten so, dass. Wollte ich eigentlich hier so zu Ende machen, dass das Dach halt so ein bisschen weiter rausguckt. So, dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das nicht einfach vielleicht auch ein bisschen zu simpel ist, wenn man hier einfach jetzt so eine, ja, so eine Steinziegelwand hat. Das ist auch nicht so geil, ne? Also man braucht ja schon ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, ich brauche doch ein paar mehr Steine. Wobei, die könnten reichen, die wir da jetzt gerade braten. Ja, ich zu Hause im RL, da lege ich auch immer Steine, Backsteine und so weiter. Lege ich immer auf die Pfanne und dann, yummy. So, hier kann ich eigentlich noch die restliche Kohle gut verwerten. So, dann 34 Steine. So, mit 32. Ah, ich könnte kurz pennen gehen. Bevor hier noch was spawnt oder so, das wollen wir ja nicht. Oh joa, so. Ich muss heute noch einiges machen, schneiden und so weiter. The Forest wollte ich heute auch noch ein paar Stündchen aufnehmen.
Ich bin jetzt momentan, glaube ich, bei, ich glaube, 2 Stunden, 3 Stunden insgesamt Minecraft-Aufnahme. Und genauso viel wollte ich eigentlich auch The Forest machen. Damit ich so ein bisschen im Vorrat habe und das auch so ein bisschen sozusagen vorproduzieren kann, weil das uns einfach mittlerweile alles so ein bisschen zu stressig ist halt. Weil ich möchte halt, also vor, ich habe meine Videos eigentlich, ja, versucht regelmäßig hochzuladen, also jeden zweiten Tag kam ja eigentlich ein Video, das war auch so mein Plan eigentlich. Nur mittlerweile warten ja so ein paar Leute auf die Videos jeden Tag so und dann möchten halt die gerne gucken. Und ja, denn da möchte ich natürlich irgendwie jeden Tag ein Video dann raushauen. So, die Werkbank da. jetzt müssen wir da trotzdem nur irgendwie wieder reinkommen. Aber wir haben hier Erde, haben wir hier kurz einen Kackstift und dann geht das alles. So, also, ich glaube, wir machen hier tatsächlich noch ein Fenster rein. Habe ich die Glasscheiben dabei? Nö, natürlich nicht. Aber ich glaube, mit einem Fenster kann man da so ein bisschen noch was verschönern. So, erstmal habe ich keine Schaufel. Mist. So, man könnte das tatsächlich so machen, oder? Also gut, ich würde sagen, dass wir hier noch mit Slabs und so weiter arbeiten. Nur, dass wir da auf jeden Fall noch ein Fenster reinmachen. Das steht schon mal fest. Pass auf, dann hole ich mal ganz kurz die Glasscheiben. Ich glaube, wir sollten ja auch noch genug haben. Glasscheiben, Glasscheiben. Da, Glasscheiben. Gut. 8 sollten ausreichen. Eine Schaufel mache ich mir mal auch ganz kurz. Eisen, 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 Popeisen. So, du, zack, und, ja, ich brauche Sticks, toll. Mit Erde kann man sich keine Sticks machen. Mensch, Cunia, was machst denn du für ein Mist hier? So, habe ich echt keine Eichendings mehr. So. Gut, dann so. Und so. Ich glaube, es regnet wieder, kann das sein? Also jetzt nicht in Minecraft, ich meine jetzt in RL, irgendwie weil ich gerade also Geräusche an die Scheibe, an der Fensterscheibe gehört habe, aber echt, irgendwie regnet es nicht. Hab wahrscheinlich einen Vogel gegen meine Scheibe geschissen. Ne, wobei, aber das war ja gerade öfters, also wegen wieso, wieso halt Regentropfen. Jetzt brauchen wir, habe ich noch welche? Ja, das könnte ausreichen. Wir brauchen ja jetzt keine Dings mehr. Das heißt, ich könnte mir ordentlich Slabs machen. 22, ob die reichen. Mache ich nochmal so. 28, ob die reichen. Komm. So, Kevin muss ich unbedingt ganz kompliziert machen. Sonst wäre es halt nicht, ne? Sonst wäre es halt nicht abenteuerlich, sozusagen. So, also. Wie soll ich das Fenster machen? Ich wollte da jetzt reinspringen, aber ich weiß jetzt schon, das wird locker bestimmt schief gehen. Gut, also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 und wir haben hier, ja, 1, 2, 3, 4. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir, zack, hier wieder Stein hin platzieren. Und hier hätten wir 3. Das heißt, wir müssen entweder so ein größeres Fenster machen oder machen so ein Fenster so, also so. Aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Oder machen wir ein größeres Fenster? Ich glaube, das hat doch ein bisschen mehr, oder? Weil da haben wir nämlich 3er Fenster und hier oben würde das sich so, also es würde halt gut passen mit da unten. Deswegen glaube ich, machen wir das auch, ne? Hier nochmal alle Steine holen. So, dann würde ich gerne noch die Beleuchtung ein bisschen besser anpassen. So. So und so. Und puh. Bin ich dahin. 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 Es sollte halt schon gut ausgeleuchtet sein, weil nachher haben wir nämlich das Problem, dass hier was spawnt. Und was haben wir denn? Wir können nicht mehr schlafen. Also, weil ja Monster in der Nähe sind und wenn das der Fall ist, dann können wir halt nicht schlafen. So, wer es noch nicht wusste, in Minecraft ist das so. Ich mache hier extra mal nicht so wenig Dings. Einfach mal extra ein bisschen mehr.
damit auch wirklich sicher ist. Ich weiß jetzt schon, wenn ich mir die Aufnahme wieder angucke oder beim Schneiden, dann denke ich mir so, oh, was laberst du denn eigentlich für Scheiße? Nimm doch nicht immer auf, wenn du voll übermüdet bist oder voller Schlafmangel sozusagen. Ich glaube, hier muss ich eine Dings in die Mitte stellen, weil sonst ist es hier einfach zu dunkel. Also hier und da, oh, da könnte vielleicht noch was spawnen. Also das ist halt so, oh, hier könnte ich nochmal so machen. Weil das war hier echt gerade zu dunkel. Sonst könnte ich nochmal da eine Fackel machen und da eine Fackel. So. Naja, ist okay, ja, ist okay. Also da oben sollte ja eigentlich nichts spawnen. Das ist zwar dunkel, aber ich glaube nicht, dass sie da spawnen und dann runterfallen. Also das war gerade vielleicht mein Gedanke, dass das so passieren könnte. So, dann kommen jetzt hier die Glasscheiben hin. Ich würde mich ja freuen, wenn das so connected wäre. Ich dachte eigentlich, dass das Chroma Hills Texture Pack sowas unterstützt, aber getäuscht oder geirrt. So, mir fehlt da irgendwie so eine Fensterbank oder vielleicht, Moment mal, ich habe da noch einen Plan, was man da vielleicht noch machen könnte, um da ein bisschen noch was reinzubringen. Warum haben wir jetzt eigentlich mittlerweile so viel Erde? weil ich weiß nur, dass wir mit einem Stack Erde angekommen sind. Und da, wir haben das wieder abgebaut, aber warum haben wir jetzt fast einen Stack mehr? Na, keine Ahnung. Oder ich habe noch irgendwie Erde geholt oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Holz da. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nee, das ist so nicht richtig. So. Ja, dann haben wir Holzfalltür. Das mache ich erstmal ganz kurz zwei Stück. Kann ich mich da wieder hochbauen? Yay. Jetzt mal alles einsammeln. Aber Leute, wisst ihr, was cool ist? Das Dach ist im Prinzip fertig. Das ist ein Wunder. Also man kann schon als fertig gelten. Ja, toll. So. Ey, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Achso, weil ich geschiftet habe. Oh, ja, ups. Ja, tut mir leid. So. Boah, das ist nicht schlecht, oder? Da Props an mich, oder? So, pass auf. Dann möchte ich das aber vielleicht nochmal. Die eine habe ich jetzt nicht bekommen, ne? Nee, das ist jetzt nicht so schlau gewesen. Dass man das vielleicht aus einer anderen. Jetzt habe ich die alle verloren. Ich muss mir sowieso neue, also mehr machen. Ich wollte jetzt immer nur noch zwei machen, als damit wir sehen können, wie das aussieht. Weil es gibt ja, also, ja, im Mittelalter, war das im Mittelalter? Auch bei älteren Häusern, ich glaube heutzutage auch noch, aber naja, so vor 100 Jahren war das, glaube ich, noch, 150 und so weiter, wo man, glaube ich, auch noch nicht so richtige Scheiben hatte. Da hat man denn, ich habe noch eine Glasscheibe, wow. Da hat man denn so, ja, so eine Art, ja, als Fenster oder das ist halt zu ist, haben wir so, hat man da so eine, ja, so eine Holzfalltür, kann man nicht sagen, aber halt sowas in der Art genommen, ne? So, dann, wo ist das Holz? Da hat das Holz. Dann machen wir mal so. Ich weiß nicht, ich mach da mal ein bisschen. Nein. So, machen wir mal vier Stück noch. So, aber eine, man kriegt zwei, vier, sechs müssten wir eigentlich haben und habe ich jetzt? Nein. Hier fehlt aber noch eine. Sag mal. Geh wohl los hier, oder wie ist? Hier vielleicht irgendwie reingefallen, oder wer? Was soll denn diesen jetzt? Ah, der Minecraft hat mich beschissen. Ah. Da ist er. Das Abzocker Minecraft. So. Zack. Gut, dann, weiß nicht, war mein Plan vielleicht, dass man, das eigentlich von der Seite so zumachen kann, aber ich glaube, das wird so nix. Aber so ist sie auch okay. Und dann so und so. So, man könnte halt eins in der Mitte auflassen. Oder man macht das so. Ne, also, das müsste man, ich meine, man kann ja auch, so und, so machen. So und so. Ich guck mal von Weitem, wie das aussieht. Also man kann das machen, ja. Das ist nicht schlecht. Es fungiert auch gleichzeitig als
Ja, wie so eine Fensterbank halt. Aber ich möchte es eher gerne geschlossen haben. Komm ich? Ja, das ist ja nice. Nicht, dass ich hier gleich noch einen Faden setze. Ich verliere gleich den Faden. So, also man kann ja diese Fäden hier ganz kurz hinsetzen und dann kann man das, glaube ich, später als Trap oder etc. benutzen, dass man, wenn da ein Player, NPC, Mob etc. rübergeht, dass da halt irgendwas ausgelöst wird. Redstone-mäßig etc., ne? Da gibt es ja so einige Möglichkeiten. So, gut, jetzt sollten wir mal mein Inventar hier mal sortieren. Holzstufen, also mal ganz kurz, ja, ich gehe jetzt einmal ganz kurz pennen und dann gucken wir uns nochmal ganz in Ruhe das Dach an. Und dann gucken wir mal, ob wir uns da noch irgendwie, ob mir da irgendwas noch einfällt, was wir da verbessern können. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, wir sind noch gar nicht fertig, merke ich gerade. Aber trotzdem, hier müssen wir mit den Slabs noch was machen. Sieht aber jetzt schon gar nicht scheiße aus. So, hier müssen wir auf jeden Fall die Erde wegmachen. Ne, weil jetzt kommt der abschließende Part sozusagen von diesem Projekt. Oder, ja, Hausbauprojekt. Ah, hier fehlen auch schon die Slabs. Das habe ich ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Dadurch, dass wir ja in der Backup-Welt das alles schon so fertig haben. So, ist das hier richtig? Hey, das ist irgendwas komisch. Was habe ich denn hier gemacht? Hä? Sind das Slabs? Das sind Slabs. Habe ich einen Knall oder so? Scheinbar schon. habe ich jetzt echt keine Stufen mehr, also keine Treppen mehr. Toll. Da muss ich mir echt neue machen, aber sonst sollte das alles okay sein tatsächlich. Hier ist auch alles okay. Ich frage mich echt, warum da jetzt gerade Slabs sind. Das ist irgendwie ein bisschen... So, jetzt sag bitte, dass wir noch Steinziegel haben. Steinziegel, haben wir echt keine Steinziegel jetzt mehr. Wir haben zwar Steinziegelstufen, aber kann ich nicht... Oh, geht das? Oh, gemeißelter. Oder? Ist doch gemeißelter, ne? Ist ja blöd. Aber ich wusste, ist aber mal interessant, dass man das auch machen kann. Toll. Dann muss ich mir jetzt wieder Stein brennen. Nur weil uns drei Treppen fehlen. Oder haben wir hier vielleicht noch... was? Nein, haben wir nicht. Na toll. Das könnte ausreichen. Vielleicht nochmal Glück im Unglück gehabt. Das sind ja ein Stein fehlt uns. Gut, aber das sollte reichen für Treppen. Kein Problem. Und mehr als vier brauchen wir ja nicht. Gut. So, jetzt brauche ich aber gleich trotzdem Slabs. So. Aber bevor ich mir jetzt noch mehr Slabs mache. Also, weil wir haben ja noch 6, das passt ja genau für Slabs. So. Dann kommt da einmal so. Und dann da und da und da noch einer. Und dann ist das perfekt. Hat perfekt gereicht. Gut. So, eigentlich würde ich hier gerne schon das Wasser noch zumachen, aber. Wobei eigentlich. Geht das mit dem mittleren Mausrad nicht? Eigentlich? Oder warte mal, liegt das daran, dass das hier... Ja, tatsächlich. Okay, wenn ich auf den Grasblock klicke, geht es natürlich nicht, weil es halt ein Grasblock ist. Aber mit Erde schon. Logischerweise dann, aber... Na gut, es macht Sinn, aber irgendwie auch irgendwie, blöd. Das auch zu machen, und da haben wir ja rein theoretisch eine unendliche Wasserquelle. Aber ich lasse das hier erstmal, weil wir können ja hier noch einen Garten ranmachen. Nur hier hinten haben wir ja eine Tür, ne? Und diese Tür, hier könnte man dann noch einen Garten hinmachen. Wenn man hier so Zäune hat, ne? Und dann, aber dass es vielleicht hier auch nach hinten führt. Also muss man mal gucken, was man da alles machen kann. Also man kann hier auf jeden Fall noch einiges draus machen. Was man zum Beispiel auch noch machen könnte, wäre zum Beispiel Zäune zu nehmen. Und das hier sozusagen nochmal zu stützen. Das könnte man alles rein theoretisch machen. So, jetzt muss man gucken. Wie wir das jetzt hier machen. So, wir müssen hier Slabs sparen. Sparmaßnahmen. Oh, wir brauchen gleich mehr. Wir brauchen gleich mal wieder was zu essen. Jetzt haben wir echt schon Essensprobleme. Naja, wobei.
Ah, nö, eigentlich nicht. Wir haben Weizen. Gut, dann so. Mach ich erstmal zack, zack. Und dann zack, zack. Aber da muss noch einer hin. Genau. Ich muss mich momentan echt konzentrieren. Kennt ihr das, wenn ihr so auf einmal diese voll die Müdigkeitsphase habt? Und dann so, seid so, wisst ihr, was ich meine? Und dann ist die irgendwann überwunden und dann, ja. Dann geht's einigermaßen wieder, man ist aber trotzdem nicht so ganz fit. Immer noch recht müde. Weil ich komme jetzt, glaube ich, drei, vier Stunden, dann bin ich 24 Stunden schon wieder wach. Mensch, ey, was mache ich denn immer wieder?